Er macht guten Damage. Wenn man das halt auch seitlich macht, dann ja. Das ist genauso wie bei Monk, weil man, wenn man immer bei der richtigen Seite steht, dann machen die Kombos halt auch sehr guten Damage. Natürlich hier natürlich vorgegeben, wenn man das so richtig macht. Boah. Da war echt viele jetzt hier. Boah. Wow. Ah, der eine ist jetzt nur abgehauen. Haben die ja Unverwundbarkeit. Echt ätzend, wenn die Leute dann abhauen. Oh. Ja. So sieht man auch einige andere bekannte Leute hier. Oh, 18.000. Oh, das sieht ja interessant aus. Ja. Blüchen. Ah, ist fresh bei euch. Dreh die mal nicht mit. Nein. Ah, okay. So kritisch sieht das jetzt auch nicht, okay. Also sprich, ich könnte auch ein bisschen so. Also ich muss nicht hier extrem an der Seite stehen, sondern ich kann auch ein bisschen
etwas an der Seite stehen und das zählt, okay. Ja, das finde ich zum Beispiel auch bei Monk ganz gut, da zählt das ja zum Beispiel auch bei den anderen Moves halt. Ist okay. Ach, hier ist auch schon wieder Natsu. So sieht man sie wieder. Okay, was nehmen wir hier? Ein wärmendes Feuer. Niedriger Drache. Oh, jetzt wird's hier ziemlich cool, so mit den ganzen Drachen und sowas. Immer wieder tiefer. Ich glaube, hier treffen wir auch Nidhogg, glaube ich. Drachen Nidhogg. Geht eh wieder nach raus. Das ist ja ein cooler Baum. Sieht echt cool aus. Ah, Mann, ey, die Umgebung hier sieht sehr faszinierend aus, auf jeden Fall. Von der Aufmachung her. Sieht schon echt cool aus. Das ist auch schon mal in der Nähe an Eteriten. Sehr schön. Ah. Können wir jetzt da sogar rüberfliegen dann? Hier so ein Luftschiff will ich auch noch haben. Muss ich aber erstmal, glaube ich, noch weiterkommen. Oder man ercraftet sich ja auch irgendwie so. Irgendwie, was war da? Weil da mache ich mich immer mal schlau damit. Kreidetempel. Können wir mal harmonisieren? Ja. So. Oh, schön. Okay, weiter geht's. Zu den Patrouillen, okay. Haben wir jetzt noch alles an. Ja, wer hätte das gedacht? Er schafft das sogar als erstes hier. Meine Freundesliste.
Ja, den Maximallevel zu erreichen. GZ auf jeden Fall. Ninja. 145 plus. Naja, wieder, wie schnell der das gemacht hat. Oh Mann. Jetzt muss man hier so runter. Oh, ich dachte, ich steck da jetzt fest. Ach, ich kann da nicht runterspringen oder wie? Dein Ernst? Nein, ne? Das ist doof. Sicherlich runterfliegen, aber nicht runterspringen, ne? Leider wurde die bei den Gesellschaften nicht erweitert und auch außerdem, dass man jetzt da zum Beispiel da wieder was Sachen bekommt, wurde jetzt auch noch nicht erweitert und das Bestarium wurde auch nicht erweitert. Ich hoffe, das kommt irgendwann bei den kommenden Patches irgendwann. Wenn man da auch noch wieder was Neues bekommt und sowas oder machen kann. Einmal schauen. Milan-Matrone. Okay. Boah, Mann. Macht auch Damage. Level 30 Dark Knight. Wie der das da so eiskalt reinschreibt. Das ist cool, so habe ich ständig mein Houten aktiv. Das ist nice.
So. Nee, meine Hose ist deutlich besser. Happy. Okay. Da sollen wir uns wohl treffen, der Verrat des Königs. Oh mein. Jetzt wird ja jetzt schon mal die Story ziemlich interessant. Cool, hier ist auch sogar eine Windätherquelle. Die nehmen wir mal mit. Schauen wir uns das mal an. Ich bin mal ruhig. Svelga. Wie kann das sein? Meine Ohren vernehmen Worte in der fremden Sprache der Drachen, doch ihre Bedeutung hallt klar und deutlich in meinem Kopf wieder. Solltest du mich etwa vergessen haben, Rezwelge? Ich war es, der du hier in Dravania einst die Wahrheit eröffnet hast. Ich habe gesehen, was sich damals zugetragen hat. Was deine geliebte Shiva zu erreichen versuchte. Aber ich habe Shivas Seele heraufbeschworen und meinen Körper mit ihrem Geist vereint. Sie hat mir ihre Gefühle offenbart. Ich
habe mein Leben ihrem Erbe gewidmet. Ich bin eine Reinkarnation ihres Willens. Es gleich nun schien es Olin, in es in Erdu Olin. Ein Vor ist er nie an ihr Anken, ließ Nesk nedi dran an. Es gian Anken nesch, ikin nun es die mir antwortete. Denn es hätte ihn es geliehen. Nun es ist so, mich schieß ich hin. Das mag wohl sein, großer Reeswelger. Aber ihr inniger Wunsch, Frieden zwischen Drachen und unseren Völkern zu stiften, ist deswegen noch keine Illusion. An uns ist es, einen grausamen und sinnlosen Krieg zu verhindern. Bitte eint eure Kräfte mit uns und bringt die euren zur Raison. Das sollen wir dir glauben, Drache? Deine Version ist das genaue Gegenteil von dem, was man Ishgarder Kindern schon von der Wiege an erzählt.
Das ist also sein Ziel. Dann tragen wir die Saat also wirklich in uns? Ich habe solch einer Verwandlung beigewohnt. Doch ich dachte, es handle sich um einen unbekannten dravanischen Zauber. Bei den 12. Womöglich haben wir öfter als gedacht gegen unser Eigenfleisch und Blut gekämpft. Wenn ich mir vorstelle, dass jeder Ishgarder, ungeachtet seines Glaubens, diese Möglichkeit in sich trägt. Ich hatte mich schon oft gefragt, warum Nitok Ishgard nicht einfach dem Erdboden gleich macht. Das sollte ihm eigentlich ein leichtes sein. Aber jetzt verstehe ich endlich. Es ist ihm gar nicht daran gelegen, den Krieg zu gewinnen. Er will seinen unstillbaren Rachedurst befriedigen. Ein ewiges Klagelied auf den grausamen Tod seiner Schwester. Trotzdem, auch wenn unsere Ahnen die Schuld tragen, so können wir dennoch um Vergebung bitten. Vielleicht wird Nitok uns verzeihen, wenn wir sein Auge zurückgeben. Ja, lies das an ihn. In Latu ole ul in an es isu. Unmik du se in sori. Nusta e. Joa, das war recht interessant auf jeden Fall, noch mehr über die Drachen zu erfahren. Oh, wow. Mehr die Wahrheit aufgedeckt, bei den Drachen. Ahem.
Was habt ihr nun vor? Ich für meinen Teil werde weiter gen Osten marschieren. Mit welchem Ziel? Das Nest unseres Erzfeindes soll sich dort befinden. Und das Auge sagt mir, dass Needhawk nicht weit ist. Du hast immer noch vor, ihn zu töten? Und du willst mich immer noch davon abbringen? Ich habe mein Wort gehalten und dich bei deiner sinnlosen Suche nach Reeswelge unterstützt. Doch dein Traum von einer friedlichen Lösung ist geplatzt, Eisherz. Nun führt der Weg zu einem Ende dieses Konflikts nur noch über Needhawks Leiche. Das Echo unseres Verrats hallt noch in deinen Ohren nach. Und trotzdem willst du den Krieg weiterführen? Im Gegenteil, meine Liebe. Ich werde das Herz des Krieges durchstoßen. Wenn Needhawk stirbt, werden auch die Flammen des Krieges erlöschen. Warte, Estinien. Du weißt um Needhawks enorme Kräfte. Glaubst du wirklich, dass unser kleiner Trupp diesem wutentbrannten hohen Drachen gewachsen ist? Selbst hinter den Mauern von Ishgard, bemannt mit den Besten eurer Ritter, wäre ein Sieg hart erkämpft. Wie sollen wir der Bestie da erst in ihrem eigenen Nest beikommen? Das hier sollte uns einen Vorteil verschaffen. Außerdem ist die Stärke von zwei Azur-Drachenreitern, die Seite an Seite kämpfen, nicht zu unterschätzen. Doch das bleibt reine Spekulation, solange wir Needhawk nicht aufspüren. Erst müssen wir sein Nest finden. Die Geschichte dieses Landes wird mit jedem Moment blutiger. Muss Tod denn stets mit Tod vergolten werden? Ich fürchte, das ist der Lauf der Dinge. Bevor dieser Konflikt beendet ist, wird meine Rüstung wohl noch einige Male vom Blut meiner Feinde besudelt werden. Alles, woran ich geglaubt habe, ohne Wert. Keine Lüge der Welt ist so überzeugend wie die aus eigenem Munde. Vergebliche Liebesmüh, du kannst dir nicht helfen. Und wir können nicht warten, bis sie die Scherben ihrer zerbrochenen Zuversicht zusammenkittet.